Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vorab, ich hoffe, dass die Kamera jetzt scharf ist, weil ich habe letztens das Stativ komplett verstellt und das jetzt wieder richtig zu machen, das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinbekommen habe, dass es so ist, wie es immer ist, aber ich hoffe. Ja, ihr fragt euch bestimmt, warum ich ungeschminkt bin und warum ich heute so scheiße aussehe. Das liegt daran, weil ich nämlich gleich zum Friseur gehen werde. Und zwar ist dieses Video mein Update, mein Haar-Update. Und ja, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, ich habe mir in einem meiner letzten Videos die Haare selbst abgeschnitten, also einfach den Zopf abgeschnitten. Und wenn ihr das sehen wollt und warum ich das getan habe, verlinke ich euch hier oben auf dem i-Punkt das Video. Dann könnt ihr dort gerne mal vorbeischauen. Und ja, also ich freue mich wirklich sehr, dass ihr das so gut angenommen habt. Also viele waren begeistert, fanden die Aktion cool. Keiner hat jetzt gesagt, dass ich verrückt bin oder dass es scheiße ist. Das freut mich natürlich auch und ich habe es bis heute nicht bereut, dass ich das getan habe. Also ich habe es nicht bereut. Und ja, ihr habt mir ja gesagt, was ich mit den Haaren machen könnte. Und zwar haben die meisten gesagt, ich soll die Haare spenden. Und ja, dann habe ich so überlegt, wo kann ich das spenden, weil ich kenne mich damit gar nicht aus mit diesem Thema. Da habe ich so ein bisschen im Internet rumgesucht und da habe ich etwas gefunden. Ich hoffe, dass diese Seite seriös ist und ich hoffe es, aber wir werden es sehen. Notfalls kann ich auch nichts machen. Auf jeden Fall, ich werde euch die Seite unten in der Infobox verlinken. Also da könnt ihr vorbeischauen und das soll wohl für einen guten Zweck sein. Aber ich werde das bis heute abschicken. Das heißt, das Update dazu, ich weiß nicht, ob das noch in diesem Video sein wird oder ob es im nächsten Video sein wird. Damit ich euch berichten kann, ob das jetzt wirklich seriös war oder nicht. Und ja, viele haben mich gefragt, ob ich schon beim Friseur war. Und ja, da kriege ich ziemlich viele Fragen. Und ich muss sagen, ich hatte ja schon im letzten Video gesagt, dass es ein bisschen dauern wird, bis ich zum Friseur gehen werde. Und ja, ich habe es immer so weiter nach hinten geschoben, weil ich weiß nicht, ich finde das, ich trage immer so einen Zopf und das finde ich ganz gut. Das ist jetzt wirklich viel praktischer im Alltag, beim Sport und auch sonst. Also es geht wirklich richtig, richtig schnell auch mit dem Haare waschen und ja, man muss die Haare nicht mehr so viel pflegen wie vorher, weil vorher war das wirklich richtig viel Arbeit und auch meistens ein Kampf. Jetzt ging das, also jetzt geht alles richtig schnell. Und ja, ich zeige euch jetzt trotzdem meine Haare, wie sie jetzt aussehen und dann zeige ich sie euch nach dem Friseurbesuch. So. Und zwar habe ich schon überlegt, dass ich die Haare so lassen werde, weil, weiß ich nicht, ich finde es irgendwie cool, dass ich mir einen Zopf machen kann und ja, aber ich will natürlich auch einen richtigen Haarschnitt drin haben. Und ja, so sieht das aus. Theoretisch sieht das jetzt nicht so schlimm aus, also klar ist es hier ein bisschen länger als hier, hier ist es schief, ich musste das sogar noch ein bisschen nachschneiden, aber nur ein bisschen, weil hinten waren doch schon ein paar längere Strähnen drin und ja, das ging gar nicht, aber ich trage sie eh, also ich habe immer einen Zopf und ja, also so schaut es jetzt aus, so, ich finde, es sieht nicht schlecht aus, es sieht okay aus, aber natürlich muss da noch ein Friseur dran. Und so sieht das von hinten aus. So. Ich hoffe, ihr konntet was sehen. Aber nun gut, ich gehe jetzt zum Friseur. Ach, genau, ich bin ungeschminkt, weil ich mir noch die Augenbrauen zupfen lassen will. Also jetzt nicht beim Friseur. Weil die das scheiße machen, muss ich sagen. Die machen das mit einer Pinzette und die können es einfach nicht. Die deutschen Frauen können es nicht. Ich gehe zum Türken und die machen das mit dem Faden und da bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Die eine hat mir letztens ein paar Wimpern rausgezogen und hat sich nicht entschuldigt. Aber ist jetzt auch egal. Da finde ich das Ergebnis immer noch am besten und ist auch direkt neben dem Friseur. Deswegen gehe ich dahin. Und ja, ich sag dann mal bis gleich. So Leute, ich bin back vom Friseur und ja, ich muss sagen, also ich werde sie mir gleich noch
glätten. Das wollte ich jetzt machen, aber ich habe gedacht, ich zeige euch das erstmal und dann glätte ich sie. Und ich bin irgendwie gar nicht zufrieden, muss ich sagen. Aber erstmal erzähle ich euch, ich war erst beim Augenbrauenzupfen. Obwohl ich jetzt so am späten Nachmittag war, ging es noch. Also ich bin ziemlich schnell dran gekommen, auch beim Friseur, auch beim Augenbrauenzupfen. Und ja, die haben ja halt mit dem Faden gemacht. Also Augenbrauenzupfen, das hat jetzt auch nur 5 Euro gekostet. Aber Leute, das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Aber man muss da durch, also ab und zu, also ich gehe sehr selten. Ich gehe immer, wenn sich die Form irgendwie verändert hat. Und dann gehe ich wieder zum Zupfen und dann ist die Form wieder richtig. Also so, ja. Und, aber ich finde das immer doof, ich musste jetzt noch bisschen, also wirklich ein bisschen nachzupfen, weil die hat mir das im Spiegel gezeigt, aber auf die Schnelle habe ich das alles gar nicht gesehen, dann hat sie den wieder weggenommen und irgendwie, weiß ich nicht, in deren Spiegel sehe ich nicht das, was ich immer in meinem Spiegel sehe. Kennt ihr das? Aber egal, dann war ich beim Friseur, beim Billigfriseur, also ich gehe immer zum Billigfriseur, ich gehe immer zu demselben Friseur. Eigentlich bin ich immer unzufrieden, aber da ist so eine, wenn die da ist, dann gehe ich zu ihr, weil sie macht das einigermaßen gut, weil wenn ich gesagt habe, sie soll meine Spitzen schneiden, also ich war ja immer beim Spitzenschneiden früher bei ihr, da hat die nicht so viel, sondern wirklich so viel, wie viel ich ihr gesagt habe, hat sie gemacht. Und also sie ist immer ehrlich, sie sagt ihre ehrliche Meinung und sie schneidet auch so viel, wie viel ich ihr sage. Also sie macht das jetzt nicht so, wie andere das machen, dass sie dann so viel abschneidet, obwohl man sagt nur so viel, ne? Also da ist die schon eigentlich ganz cool. Und was ich noch gut an ihr finde, sie schwatzt einem nicht etwas auf. Zum Beispiel die anderen. Oh, wollen Sie nicht eine extra Haarkur haben? Aber das brauchen Sie für Ihre Haare. Wollen Sie das noch und das noch? Und das macht sie gar nicht. Also sie versucht gar nicht erst, einem etwas aufzuschwatzen. Und das finde ich zum Beispiel gut. Ja, gekostet hat das jetzt, also hat mich das 15,50 Euro. Kann man nicht meckern. Aber trotzdem. Und ja, zuerst war das so, sie fragt mich ja, wie genau soll das sein und will ich hinten gerade haben oder will ich das stufig haben oder will ich das jetzt also so haben, also wie hat sie das genannt, weiß ich nicht, auf jeden Fall so. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das wollte. Ja, dann hat sie das gemacht, dann hat sie mir hier so den Scheitel gemacht, wie der fällt. Aber jetzt zu Hause habe ich gesehen, dass der irgendwie, dass das jetzt doch kein Mittelscheitel ist, obwohl sie gesagt hat, Mittelscheitel. Und was mich jetzt auch nervt ist, hier, also so wie ich mir das gedacht habe, was ich nicht wollte, dass die Haare wirklich so gerade sind und dass die hier so dick sind. Kennt ihr die Frauen, die so einen Bob haben, wo die Haare so dick sind und die sehen so 80er aus? Und das gefällt mir gar nicht. Also das ist, ich weiß nicht, irgendwie nicht so meins. Und sie hat mir die geschnitten, sie hat gesagt, ja, dann entscheidet sie selber, sie macht den gerade, weil das irgendwie weil sie Angst hat, dass das sonst zu kurz wird. Und hier hat sie gesagt, ich habe ihr das ja gesagt, dass ich mir die Haare selbst geschnitten hatte. Fand sie mutig und auch irgendwie blöd, weil sie hat gesagt, hier habe ich das zu kurz abgeschnitten. Also ihr erinnert euch noch, hier hatte ich den Zopf abgeschnitten und hier waren die ein bisschen länger und dann habe ich nochmal nachgeschnitten und das war wohl zu kurz. Das heißt, sie musste sich hier dran orientieren und ja, also sie hat mir die Haare geschnitten und dann habe ich sie geföhnt, selber geföhnt. Und Leute, ich war so unzufrieden. Das war so, kein Long Bob, also nicht so, sondern so gerade. Das war, man hat wirklich kaum einen Unterschied gesehen. Das war wirklich so gerade und sie war schon nebenan bei einem anderen Kunden. Aber mir hat das nicht gefallen. Dann habe ich sie gefragt, ob sie mir das nochmal anders machen kann, wenn mir das nicht gefällt. Und ich glaube, sie war da ein bisschen sauer gewesen. Aber ihr, wenn mir das nicht gefällt, was soll ich denn machen? Ich habe sie freundlich gefragt, ob sie das nochmal machen könnte. Hat sie auch gemacht. War auch total nett und höflich, aber ich glaube, sie war bisschen sauer, ich weiß es nicht, aber ich meine, man darf doch fragen, ob sie das nochmal korrigiert oder nicht. Also ich glaube schon. Und dann hat sie das korrigiert und am Ende hat sie, aber ich wollte das hinten noch kürzer, damit man das sieht. Und sie hat gesagt, ja, sie will das hinten nicht zu kurz machen, weil sonst sieht das so aus mit meinen Haaren, weil ich habe ja die Wellen drin. Und dann hat sie später noch einen Rasierer genommen und noch rasiert. Und da hat sie mich auch nicht gefragt, ob ich das will, hat sie einfach gemacht, aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, das Gute ist, ich kann mir noch einen Zopf machen. Also so einen kleinen, aber es geht. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal von hinten. Also so sieht's aus. Also. Und, Moment, hier so. Also. So. Also ich hoffe, ihr habt es gesehen und jetzt zeige ich euch das hier.
So, also ich weiß nicht. Schreibt mir mal, wie ihr das findet, ob ihr das jetzt besser findet oder schlechter. Und ja, auf jeden Fall, ich gehe mir jetzt schnell die Haare glätten und... Weil ich meine, schaut mal, hier ist, ich weiß nicht, wie ihr das sehen könnt, hier ist so richtig viel Haar, hier so, also hier jetzt nicht so, aber hier ist das so, hier sind so viele Haare und ich weiß nicht wieso. Und das sieht dann hier unten so, so, wisst ihr, wie ich meine, so nicht so dünn, sondern so breit aus und das gefällt mir nicht. Aber ich glätte mir jetzt die Haare und wir sehen uns dann gleich wieder. Wuhu! So, ich habe mir die Haare jetzt geglättet, sieht schon etwas besser aus, aber ich hatte nicht vor, mir jetzt immer die Haare zu glätten, also, weil ich habe wirklich, ihr habt es ja gerade gesehen, wirklich Wellen und wenn ich sie an der Luft trocknen lasse, sind die natürlich, also sind die noch da, aber wenn ich sie zum Beispiel jetzt föhne, sind die nicht mehr so extrem oder wenn ich sie glätte, sind sie weg, ist ja klar. Aber genau, ich will sie mir ja nicht ständig glätten und föhnen, weil ich lasse ja, wie ihr wisst, Hitze nicht an meine Haare. So, also wie ihr wisst, lasse ich Hitze ungern an meine Haare, beziehungsweise auch gar nicht. Also ich föhne sie nie ab und mal, ab und an mal im Winter, aber jetzt auch nicht, im Sommer sowieso gar nicht. Glätten habe ich sie jetzt auch so gut wie nie. Obwohl ich immer gesunde Haare hatte. Ich hatte, also habe ich euch ja erzählt, ich hatte lange Haare, schwarze Haare, die waren sehr gesund. Dann musste ich sie mir ja aufgrund meiner Krankheit und den Knollen hier oben abschneiden lassen. Hatte ich euch ja im letzten Video erzählt. Das findet ihr übrigens hier auf dem i-Punkt. Also die Haargeschichte. Und ja, dann hatte ich kurze schwarze Haare. Und ich hatte ja meine Haare schwarz gefärbt. Und das hieß, kein Friseur wollte sie mir blond färben. Das hieß, ich habe sie mir wachsen lassen und hatte hier so einen braunen Ansatz. Also hier war braun, also meine Naturhaarfarbe. Und hier war schon schwarz. Also schwarz. Das sah natürlich nicht schön aus. Also so, also die waren ja nicht extrem lang. Ja, und dann war ich doch bei einem Friseur, der hat die mir blond gefärbt, also so ombre, aber das sah, es war jetzt wirklich nur leicht, nicht viel und halt auch diese schwarzen Haare und ich glaube, das hat meine Haare richtig kaputt gemacht, weil seitdem ich sie habe damit blondieren lassen, also beim Friseur, waren die wirklich so strohig, habe ich schon wirklich gemerkt, dass sie kaputt waren und nachher waren sie ja wirklich lange, aber sie waren kaputt. Und ich glaube, diese Blondierung hat meine Haare kaputt gemacht. Ich glaube, die Friseure hatten, dieses Ding, also diese Blondierung, viel zu lange auf meinem Kopf gelassen. Also das vermute ich mal. Weil ich weiß nicht, ob einmal Blondieren so die Haare kaputt machen kann. Also mir hat jetzt kein Friseur gesagt, ich habe kaputte Haare. Aber ich habe das selber gemerkt, dass sie so strohig waren. Und sie waren wirklich seit der Blondierung so. Vorher waren sie tipptopp gesund. Da hatte ich auch nur schwarz gefärbt. Also ich färbe, wie ihr wisst, nicht so oft. Ja, und jetzt müsste das eigentlich meine Naturhaarfarbe sein. Ist, obwohl ich habe die... ich weiß nicht, also ich, es sei denn, hier unten ist noch ein bisschen Farbe, aber das Blondierte müsste komplett raus sein jetzt. Obwohl, ich ja überlege, sie mir wieder zu blondieren, aber jetzt mit einer schonenderen Technik, also zum Beispiel dieses Balayage oder so. Aber ich weiß nicht, ob das auch jeder Friseur macht oder kann man das jetzt auch nur mit Ombre in Verbindung, also geht das nur in... Oder geht das nur in Verbindung mit diesem Ombre oder geht das auch so oder Strähnchen? Aber das macht so die Haare kaputt, deswegen weiß ich noch nicht, weil... Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie ihr wisst, will ich ja auf eine Kurzhaarfrisur im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr. Also will ich mich auch mal trauen, weil ich gehe auf die 30 zu und... Ja, will ich auch einmal im Leben eine Kurzhaarfrisur gehabt haben, weil ich hatte immer lange Haare. Und ja, jetzt zu diesem Bob. Der erinnert mich ein bisschen... an diesen Bob, den ich vor 5 Jahren hatte und den blende ich euch jetzt mal ein. Also, sagt was ihr wollt. Ich finde, das sieht genau gleich aus. Aber natürlich ist der nicht gleich, der ist hier ein bisschen kürzer. Das habe ich gerade nochmal in den Spiegel geguckt. Also ich finde, man sieht es nicht so. Also ich wollte das, wollte hier wirklich so eine Schräge rein haben, aber dann hätte die ja hier kürzer machen müssen und ich weiß nicht, schreibt mir mal eure Meinung, soll ich das so lassen, wie es jetzt ist, also werde ich jetzt sowieso, weil ich habe jetzt sowieso erstmal kein Geld mehr für Friseurbesuch, aber irgendwann, vielleicht in den nächsten Monaten oder so, vielleicht soll ich sie mir doch noch kürzer machen, also hier, damit wirklich diese Schräge ist, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe hier keine Bilder mitgebracht, vielleicht hätte ich mich vorher informieren sollen, ihr Fotos zeigen sollen, aber
Ich habe meine Erfahrung, sind, wenn du Fotos zum Friseur mitbringst, gucken sie drauf, ja okay, und machen sowieso, was sie wollen. Also so habe ich den Eindruck bisher immer gehabt. Genauso wie mit den Augenbrauen, bringe ich Fotos hin, ja okay. Und im Endeffekt hast du was komplett anderes. Also wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, schreibt mir eure Meinung. Gefällt euch das? Was sagt ihr? Hat die Friseurin das gut gemacht? Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Und ja, schreibt mir noch, wie euch das gefällt. Also, würdet ihr das jetzt so lassen? Also ich meine, ich lasse es jetzt erstmal sowieso so, aber soll ich das jetzt noch kürzer machen? Also damit hier so die Schräge ist. Ich dachte, ich zeige euch das mal, dass das hier wirklich so, also so, aber dann sind die hinten extrem kurz. Also so wollte ich. Moment, so, so. Aber stimmt, dann ist das hinten extrem kurz. Ich weiß nicht. Also mich würde es nicht stören, wenn sie kürzer sind. Wie gesagt, ich arbeite auf eine Kurzhaarfrisur hin. Frage ist, steht mir das? Soll ich das erstmal so lassen? Also schreibt mir alles gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Boom, da bin ich wieder. Und zwar habe ich doch noch ein kleines Update für euch. Und zwar habe ich ja gestern das Video gedreht und heute ist der nächste Tag. Und ja, also ich habe mir die Aufnahmen angeschaut vom, also bevor ich beim Friseur war. Ich glaube, die danach habe ich noch nicht angeguckt, aber also mit der alten Frisur halt. Und da war das Licht ein Problem. Also, da ist mein Fenster. Aber die Sonne hat nicht gescheint. Also es war sehr grau, dunkel und trist draußen. Ich hatte meine Tageslichtlampe zwar an, aber das war von dieser Seite total überbelichtet. Also das habe ich im Display nicht gesehen, weil man sieht es im Display nicht. Man sieht das immer erst hinterher, wenn man es so riesig auf dem Laptop sieht. Deswegen, ich kann das nicht nochmal drehen, weil ihr seht, ich war schon beim Friseur, es geht nicht. Also ich hoffe, das ist okay für euch. Aber mir sind am nächsten Tag noch ein paar Sachen eingefallen, die ich vergessen hatte zu erwähnen. Und ich wollte euch nochmal die Frisur zeigen im Tageslicht. Also jetzt ohne Lampe, sondern mit normalem Tageslicht. Und wie ich geschminkt aussehe, weil ich war ja auch ungeschminkt. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich geglänzt habe. Und ja, also hier seht ihr nochmal die Frisur. Ich habe sie nicht mehr geglättet. Ich habe sie... Moment. Also, ich habe sie jetzt einfach so gelassen und ich habe halt nur einen Zopf getragen. Und was mir aufgefallen ist, damals, ich kann euch nochmal das Foto einblenden. Genau, vor circa 5 Jahren hatte ich diese Frisur, also diesen normalen Bob mit schwarzen Haaren. Vor 4-5 Jahren knapp. Die Geschichte hatte ich euch ja schon erzählt und da hat mir jemand gesagt, ich sehe aus wie Kleopatra. Und als ich heute in den Spiegel geschaut habe, habe ich gedacht, oh nein, ich sehe wieder aus wie Kleopatra. Und ja, was meint ihr, sehe ich aus wie Kleopatra? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Und ja, was ich noch sagen wollte, ich habe jetzt nach dem Foto gesucht, von dem ich euch erzählt habe, die Frau in den 80er Jahren, wo ich gedacht habe, die aussah wie so eine Vogelscheuche mit dem Bob und wo der so, ne, aussah, also so wie so eine Löwenmähne, habe ich leider nicht gefunden. Also ich habe das Bild zwar im Kopf, aber ich finde es nicht im Internet, sonst hätte ich euch das natürlich auch sehr gerne eingeblendet. Aber ich blende euch jetzt mal ein Foto von diesem Long Bob ein, wie ich mir das so vorgestellt hatte, damit ihr versteht, was ich meine. So, genau, also so wollte ich den Bob haben und nicht so, weil für mich sieht das hinten nicht kürzer aus, sondern für mich sieht das irgendwie, von vorne sieht das gerade aus. Man sieht halt von vorne diesen Long Bob nicht und das finde ich halt schade. Und genau, ich habe heute Morgen, weil ich bin ja, also gestern Abend, wie gesagt, war es grau, trist und man konnte nicht so gut sehen. Heute, als ich aufgestanden bin und im Badezimmer war, habe ich einen Schock bekommen. Also, weil ich habe da viel mehr gesehen, weil ich hatte Tageslicht und alles, ne? Und da habe ich zuerst halt meine Augenbrauen. Die sind viel zu kurz, also die hat mir die viel zu dünn gemacht. Ich habe zwar gesagt, also sauber machen, also nur richtig zupfen, in Form zupfen, aber ich habe nicht gesagt, ich möchte sie dünner haben. Und sie hat sie einfach noch ein bisschen dünner gemacht, weil ich fand sie dicker schöner. Ich mag dicke Augenbrauen
Und ich finde das einfach immer so kackendreist, dass die Leute einfach machen, was sie wollen. Ich meine, gut, selber eine Form machen in Augenbrauen kann ich jetzt nicht, aber genau deswegen gehe ich so selten Augenbrauen zupfen oder zum Friseur oder irgendwo, weil ich einfach unzufrieden bin mit deren Leistung. Ich meine, die kriegen Geld. Und wenn sie sich doch nicht sicher ist, warum fragt sie nicht nach? Nö, sie macht einfach, was sie will und ey, ich finde das einfach unverschämt. Und ja, die Augenbrauen, also ja, das habe ich sie natürlich bemalt, aber so, ich finde sie trotzdem zu dünn. Ihr könnt mir ja sagen, wie ihr sie so findet und ob ihr den Unterschied zu vorher sehen könnt. So, und nun zu meinen Haaren. Und zwar, als ich auch heute Morgen einen Blick in den Spiegel gewagt hatte, war ich ein bisschen geschockt und frustriert, weil mir das doch nicht so gefällt. Ich wollte, es sieht zwar jetzt sauber aus, sauberer als vorher, ja. Und ich bereue es auch nicht, dass ich sie mir habe selber abgeschnitten. Keine Frage, das bereue ich nicht. Aber ich bin mit diesem Haarschnitt nicht zufrieden, er gefällt mir nicht. Für mich ist das ein normaler Bob. Also ich wollte das, also ich habe euch ja das Foto eingeblendet, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und genau so wollte ich das. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach kacke, obwohl ich ja schon zweimal gesagt habe, sie soll es korrigieren, dass ich nicht noch ein drittes Mal gesagt habe, dass sie es mir korrigieren soll. Ich weiß nicht, entweder konnte sie es nicht oder sie hatte keinen Bock mehr, kann ich mir natürlich auch vorstellen. Aber, und es war natürlich ein Billigfriseur, aber die Frau arbeitet ja schon bestimmt seit 20 Jahren. Das war eigentlich eine ältere, eigentlich eine ganz nette, wo ich eigentlich dachte, sie kann es, weil bei den Spitzenschneiden war ich auch immer sehr zufrieden. Aber irgendwie, ich bin unzufrieden, mir gefällt es nicht und ich überlege auch selber nachzuschneiden, wo ich mir denke, es wird mir besser gefallen. Und wenn ich es alleine mache, habe ich nicht so hohe Ansprüche und dann bin ich zufriedener, als wenn ich da beim Friseur bin. Also wisst ihr, wie ich das meine? Aber vielleicht sehe ich das ja auch ein bisschen zu kritisch. Also schreibt mir, wie ihr das so seht. Und zu dem Punkt habe ich nochmal nachgedacht mit diesem, wo sie die Haare, wo sie den Rasierer rausgeholt hat und hinten einfach abrasiert hat. Ich hatte vorher zu meiner Freundin gesagt, also schon ein paar Wochen früher, ich will nicht, dass mir hinten die Haare abrasiert werden. Und sie so, nein, das macht sie schon nicht. Und nachher holt sie wirklich den Rasierer raus und rasiert mir hinten die Haare, ohne mich vorher zu fragen. Ich meine, sie hätte mich vorher fragen können oder sagen können, was sie da macht. Ich war schockiert, weil ich wollte hinten nichts abrasiert haben. Also wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht sieht es besser aus, aber ich wollte es nicht. Und mir geht es auch ums Prinzip, dass ich da nichts rasiert haben wollte und dass sie mich einfach nicht gefragt hat, sondern einfach gemacht hat. Ich meine, dürfen das Friseure einfach so machen? Ich meine, ich habe mich jetzt nicht getraut, was zu sagen, wo sie das Ding rausgeholt hat. Ich meine, vielleicht bin ich auch selber schuld, aber ich finde das trotzdem dreist. Ich finde das wirklich dreist, muss ich sagen, dass sie das gemacht hat. Ich meine, Kunden sind Könige. Also ich weiß das selber, Kunde ist der König. Aber manchmal denke ich mir so, auch wenn ich irgendwo essen gehe, dass es nicht geht, was die Leute, was die Kenner da wirklich machen, das ist das einfach. Also ich habe das schon Sachen erlebt und dann beschwere ich mich meistens immer, weil ich weiß, wie es laufen muss. Und die Begleitperson, die immer mit mir dabei ist, die guckt mich so an, als wäre ich, keine Ahnung, als wäre ich so, so die Prinzessin auf der Erbse. Dabei weiß ich halt, wie man es besser macht. Also wisst ihr, wie ich meine? Ja, also das dazu und zu dem Haarschnitt, es gefällt mich. Also ich bin unzufrieden, muss ich sagen. Ihr könnt mir sagen, wie es euch gefällt. Wahrscheinlich findet ihr es gut, aber das ist nicht der lange Bob, den ich wollte. Ja, das war jetzt, oh Gott, das sind 10 Minuten. Das heißt, ich bin schon bei 30 Minuten mit diesem Update. Ihr könnt mir schreiben, wer hat sich dieses Video komplett bis zum Ende angesehen. Also das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, die wenigsten. Ich glaube, es werden nicht mal 5 sein. Aber egal. Okay, ich glaube, ich habe dann alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo oder einen Daumen hoch da. Darüber freue ich mich wie immer sehr. Und wir sehen uns dann natürlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!